Wie lange habe ich noch? 20 Minuten. Noch 20 Minuten, um hier wieder rauszukommen. Ach, hier sind wir, okay. Okay, Abfahrt. Es wird hier gleich ganz ungemütlich. In genau 12 Minuten. Der ist zu nah dran. Glaube ich, um dass ich hier schlafen kann, oder? Also, oder nicht schlafen, aber neu setzen kann. Doch, geht. Nice. Ich muss aber auch denken, dass es spukt hier. Wenn sich die ganzen Sachen immer hoch und runter bewegen. Muss ich ja nur noch die Schlüssel hier überall reinpacken und dann zum Ausgang. Wir hatten die Schlüssel, du? Okay. Hätten wir vielleicht jedem eingeben sollen oder so. Oder halt alle zu einem. Kann es sein, dass ich das nacheinander aufmachen muss? Ich hab doch hier den Schlüssel jetzt drinne. Warum? Den springe ich nur. A mit F. Kann ich das machen? Aber hier nicht. Weil er den nicht hat. Sie hat den. Cool, nochmal die Kisten mitnehmen. 33 Minuten soll ich schaffen. Violett, SR. Hab's schon. Gar nichts drin. Nur Violett jetzt oder was? Orange. Stärke. Ausdauer kriegst du. Und dann müsste ich alle haben und schon raus hier. Nice. Haben wir das auch wieder geschafft. Das war doch die Aufgabe von dem König hier sozusagen, ne? Von dem Typen von der Festung. Ja, okay, gut. Ist das hier die Festung überhaupt? Nee, das müsste doch die Festung hier sein. Moin, Meister. Ach nee, wir müssen hier noch komplett durchlatschen. Da hoch. Rechts oder links? Gibt's nur rechts? Kann ich mir eigentlich ein paar Gemälde hier mitnehmen? Für meine? Finde ich hier ganz nett eigentlich. Die haben zu. Reifeprüfung. Ja, ihr habt den Test bestanden. Eine beachtliche Leistung. Wenige sind dabei so schnell wie ihr. Svart, mein Berater wollen euch nun sprechen. Ihr findet sie in den vier Gebäuden im Osten. Celestis. Und noch einmal, meinen herzlichen Glückwunsch. Ja, kein Problem. Warum bin ich jetzt schwach? Bin ich schon so lange wach? Ich kann's haben. Können wir einfach hier mal kurz eine... ein kleines Schläfchen machen. Wir sollten was essen. Ah, wir haben nicht genug Nahrung. Wo ist denn jetzt das? Wirtshaus war ganz am Anfang, ne? Gehen wir da erstmal hin. Da müssen wir ja hin, hä? Naja. Hab auch echt Angst, hier die ganze Zeit runterzufallen. So mit Doublespeed ist das schon. Kann das schon mal passieren, denke ich. Immer herein. Etwas zu trinken? Ich hoffe, gute Nacht. Gute Nächtle.
Wenn wir nicht uns wieder ausbilden lassen? Die beste Ausbildung, hervorragend. Hervorragend. Oho. Hervorragend. 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 Oh, you choose the good path. Ja, natürlich. Natürlich. Immer die helle Seite wählen. Have you done the walls of mist? No, I don't think so. I don't know what the walls of mist are. So, jetzt müssen wir noch Feld 3 Starter, Feld. Jetzt muss ich noch zu den 4 Leuten hier irgendwie hin. Den Oberleuten. Weiß noch nicht genau, welches ist. It's something you will have to do if you want to use light magic. It's the quest to get from the main dude in Heaven. Ah, it's the start quest I get here, I think. Unsere Verbündeten in Tataya beschweren sich schon seit einiger Zeit über irgendeine mysteriöse Macht. In den letzten Monaten hat es einige Todesfälle und vermisste Personen gegeben. Man hat uns gefragt, ob wir darüber etwas wüssten. Ich glaube, ich weiß etwas und ich vermute, ein Vampir hat sich Tataya als Jagdrevier ausgewählt. Ich habe leider nicht genug Zeit, mich um dieses Problem selber zu kümmern. Aber um unsere Verbündeten zufriedenzustellen, bitte ich euch, die Angelegenheit zu untersuchen. Vielleicht hat die Anwesenheit eines solchen Wesens mehr zu beenden als nur Unglück für Tataya. Aha. So, the Wall of Mist. Yes, I do the quest for a second. I've already done it. Der Plan setzt voraus, dass wir die Seelengefäße stehlen, die die Totenbeschwörung benutzen, um ihre elenden Leben zu verlängern. Sie verstecken sie irgendwo im Gildenschloss und dort sind die wahrscheinlich nicht gut genug vorbereitet, um so einen Angriff im kleinen Rahmen abzuwehren, bei denen ihr ja schon seit so vielen Geschick bewiesen habt. Wenn ihr schnell zuschlagt, einfach rein und wieder raus, solltet ihr Erfolg haben. Treibt euch nicht zu lange im Schloss herum, sie werden schnell Verstärkung anfordern und versuchen schon beim ersten Mal erfolgreich zu sein. Danach werden sie wohl permanent ihre Wachen verdoppeln. Wenn ihr die Seelengefäße erst habt, bringt sie hierher und zurück und dann werden wir sie zusammen vernichten können. Yes, I think I can learn it now. But I don't know where I can learn it. Searching. Ne, da waren wir schon. Ich müsste eigentlich irgendwo da vorne sein, meine ich. You learn it from the main guy in the big castle. Ach so, dann habe ich das schon vielleicht bekommen. Tempel. Hä, wo ist denn jetzt hier? Ist das da rechts? Ich glaube, hier ist das, ne? Willkommen in der Gilde. Ah, guck mal. Now I can learn it.
So, mal gucken, was ich hier so für Zauber kaufen kann. Smernfeuer. Zauber verursacht 25 Punkte. Plus 1 Punkt pro Fähigkeitswert. Aha, nicht mal geschaden. Stunde der Macht. Belegt die Kuppel gleichzeitig mit den Zaubern. Eile, Heldentum, Schild, Steinhaut und Segen. Die Zauber werden mit dem vervierfachen Fähigkeitswert in Lichtmagie ausgesprochen. Sehr, sehr geil. Lichtpfeil. Lehm, Prismärfeuer, Lehm, Tag der Götter. Der Zauber erhöht zeitweise alle 7 Attribute der Charakter um den dreifachen Fähigkeitswert in Lichtmagie. Der Zauber bleibt aktiv, bis die Gruppe ruht. Auch sehr, sehr geil. By the way, since we just took the Vampire Quest, do you know why Speedrunners don't have to do that and just turn it right after taking it? I didn't know you could skip vampires, but I know about the Ward of Mist skip, lol. Hat dennoch Gute schöne Qualität Zauberer, und Zauber für angemessener mich. Preis. Irgendwie nicht so wirklich, Käufen. ne? Wir müssen noch ein bisschen was verkaufen wieder. Jetzt kann ich das wieder nicht mit der 2 da reinpacken. Den behältst du noch mal ein bisschen. Gottes Eingriff war doch auch irgendwie erst mit gewissen Lichtmagie-Level, ne? Großmeister, ah, okay. Und jetzt alles in Lichtmagie direkt rein. An sich schon, ne? Haben wir noch Hufeisen zum Naschen? So gut wie neu. Unbrauchbar. Unbrauchbar. Zack. Ja, da ist noch Hufeisen zum Naschen. Zack. Lichtmagie. Dann können wir doch bestimmt jetzt hier eigentlich bis auf Meister hoch. In der Stadt gibt es doch bestimmt. Müsste doch hier irgendwo sein, eigentlich. Die beste Heilung, die man für Gold alles Tempel des Gute. Lichts. Sie da wohl noch so lernen können? Oder ob wir da überhaupt was lernen können? Das könnte auch ein Dungeon sein, ne? Wo ist denn jetzt der nächste für Lichtmagie-Experte? Der vielleicht gar nicht hier, sondern irgendwo unten. How it works. Was ist hier drinne? Schreien und Handeln nur. Da waren wir ja auch gerade. Also hier längs vielleicht? Oder waren wir da gerade schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Lichtmagie Meister. Kann ich nicht direkt Meister werden? Mitglied in der Luftgilde. Ich könnte mir vorstellen, dass der Experte Tempel der Finsternis. Wir brauchen eure Hilfe, um die Hälfte eines Schlüssels zu einem sehr wichtigen Ort unserer Gegner, den Totenbeschwörern, zu holen. Wie wir haben, auch ihre Hälfte des Schlüssels in ihrem höchsten Tempel versteckt, dem Tempel der Finsternis. Ich mache mir bestimmt nicht die. Oh, Entschuldigung. So. Ich mache mir bestimmt nicht die Hoffnung, dass es einfach sein wird. Lasst euch Zeit und tretet erst dann in Aktion, wenn ihr es für richtig haltet. Ach ja, bringt euch unsere Schlüsselhälfte mit. Sie befindet sich im Tempel des Lichts. Da wir Verbündete sind, sollte euch niemand im Wege stehen, wenn ihr die Schlüsselhälfte holt. Aus demselben Grund solltet ihr aber auch niemanden etwas antun. Ja, das natürlich macht Sinn, ne? Experte ist am Kai im Bakada. Ah, okay. Die meisten Bücher findest du auf Evernorm im Mondtempel. Ja, den habe ich eigentlich schon durchgemacht. Da habe ich aber kein Buch gefunden. Oder findet man ab jetzt erst da irgendwelche Bücher oder so?
Haben wir ja schon mal angeschnackt. Die sehen ich bisher auch. Dann machen wir mal. Und eine Runde fliegen. Findest immer Secret Room. Die meisten Bücher findest du auf. Ah, oh, okay. Findest du im Secret Room. Alles klar. Gucken wir gleich nochmal. Warum haben die jetzt Fliegen weggemacht? Verstehe ich nicht. Obwohl, können ja auch schnell so machen. Und ich glaube, dann war das doch. War das der nicht? Nee, keine Ahnung. Da unten müssen wir hin. So. Da längs nicht. Jetzt müssten wir aber richtig sein. Da. Ich glaube, mit dem meintest du, ne? Lichtmagie-Experte, sehr schön. Stadtportal. Jetzt müssen wir den Meister wiederfinden. Müsste ja. War das nicht. War doch hier, ne? Meister. Sehr geil. Du sagst, ich soll jetzt nochmal in den Tempel des Mondes rein. Und nochmal gucken, ob ich da ein paar Bücher finde. Können wir gleich mal gucken. An welchen Tagen wir denn am besten nach auf die Insel reisen können. Ja, gehen wir dann mal kurz hin. Schiff ist am Dienstag und Donnerstag aus der Wüste. Das wird ja passen, da sind wir. Oder Sonntag, Voraussetzung Priest Promotion. Da haben wir ja gemacht. Sonntags auch von Forest. Okay. Welchen Tag haben wir? Sonntag, also nach Forest und von da mit dem Schiffchen dahin. Wo ist das Schiff? So, und da müssten wir jetzt rein theoretisch zur Insel mitkommen. Ahoi! Yeah. Perfekt. Tempel des Mondes war der hintere Tempel, glaube ich, ne? Ich glaube, der war hier irgendwo, oder? War das hier? Nee. Hier war das auch nicht. Ah, dann ist ja noch eine Insel. Ist das, war das hier drauf? Irgendwo, oder? Auch nicht, nein. Hä? Hier? Da. Des Mondes. Bup, bup, bup. Nochmal dein Fackellicht an. So. Den Raum habe ich gefunden. Treppe hoch bin ich. Es passiert mir weh jedes Mal wirklich. Bücherei im Schreibtisch, okay. Da hoch. Hier wieder hoch, Treppe hoch, Treppe hoch, Treppe hoch. Im Schreibtisch. Na, das ist kein Schreibtisch, ne? Dem Schreibtisch.
Ah, guck mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da brennt einem ja der Hut. Ich würde mal sagen, keine schlechten Bücher. Schutz gegen Magie. Den kennen wir schon. Tag des Schutzes. Ich probier's gleich mal. Gift heilen kennen wir schon. Stunde der Macht. Ein neuer Zauber, perfekt. Körperresistenz. Können wir schon kämpfen. Schwäche heilen kennen wir auch schon. So, jetzt will ich mal die ausprobieren hier. Des Lichts da unten. Zaubern, Eile, Heldentum, Schild, Steinhaut. Wie lange hält er? Wie lange hält er? Ah, okay. Eile zum Beispiel jetzt nur 3 Stunden 23. Bei dem müssen wir immer wieder nachmachen, sonst kriegen ja alle Schwäche. Aktuell 7 Stunden. Aber der zeigt jetzt hier anders an. Und der andere, was bringt der? Tag des Schutzes belegt die Gruppe. Gleichzeitig mit den Zaubern Schutz gegen Magie, Luftresistenz. Super gut. Ich habe jetzt 8 Stunden. 8 meine ich. Habe ich 8? 8, ja. 8 Punkte habe ich da drin jetzt. Sind jetzt noch die übrigen? Das ist. Ist das nicht Schutz vor Magie noch? Ich glaube, Schutz vor Magie fehlt jetzt noch, ne? Und Bewahrung? Bewachung? Nee. Ach nee, Bewachung war ja auch hier. Aber Schutz vor Magie, das war der, ja genau. Guck mal, jetzt haben wir den noch drin. Was sind das jetzt noch? Schutz vor Licht und Dunkelheit? Ich denke ich mal, ne? Ah, und Tag der Götter, den könnten wir ja kaufen, der war doch da. Haben wir doch vorhin gesehen. Den müssten wir eigentlich kaufen können, wenn ich das richtig gesehen habe. Willkommen in der Gilde des Lichts. Schuss vom Feuerring? Ach, ist Feuerring ein konstanter? Nein. Ach, das ist ein konstantes Ding. Ich dachte immer, das wäre einmalig so ein Feuerring, um einen rumzumachen. Dann ist das ja echt ein ganz guter Zauber eigentlich. So, Stunde der Macht haben wir, ne? Ne, wie hießen die jetzt nochmal? Das ist jetzt falsch gekauft. Stunde der Macht und Tag des Sturzes, ja. Willkommen in der Gilde des Lichts. Nee, das denke ich auch. Das würde ich auch lieber nicht in der Stadt machen. Ah ja, Lehmtag der Götter. Den brauchen wir noch, ne? Magie vertreiben, entfernt Zauber. Wirkung von allen Kreaturen in Sichtweite. Können wir uns endlich rächen? Den nehmen wir mit. Und Tag der Götter. Ich probier's gleich mal. Da, Magie vertreiben. Ein neuer Zauber, perfekt. Und jetzt würde ich sagen, sind wir ganz gut mal vorbereitet für das Labyrinth auf jeden Fall. Das können wir angehen. Und
Den Tempel könnten wir noch machen. Aber erstmal will ich das mit dem Zwergenkönig jetzt fertig haben. Das könnten wir auch noch schnell holen. Stück aus dem Tempel des Lichtzelles und im Tempel der Finsternis in der Grube und bringt sie zur Resurrecta auf Schloss Lambert in Zell. Den könnten wir später machen. Das machen wir später alles. Ist halt super praktisch, weil alle Buffs zusammengefasst sind und ewig halten. Ja, auf jeden Fall. Jetzt erinnere ich mich auch, das gab es ja auch schon im 6. Teil. War ja auch super praktisch. Und er sucht den Weinkeller. Da habe ich aber auch Lust zu, den Weinkeller nochmal zu gucken. Und die Kiste mit den Seelengefäßen aus Schloss. Die machen wir auch später. Finde 3 Gemälde. Wollen wir die Gemälde angehen? Also wir machen jetzt kurz... Gehen wir in die Gräber der Zwerge und gehen dann die Gemälde an. Passiert eigentlich noch mal was Neues irgendwie? Neuer Typ oder so? Meine Herren, Galvin Magnus hat Baumeister und Künstler geschickt, um Schloss Harmonie aufzubauen. Jetzt haben wir ein Ober- und ein Untergeschoss. Man hat in diesen neuen Bereichen außerdem Geschenke in Truhen unterlassen. Die Künstler öffnen einen Laden in der Eingangshalle und werden viele wunderbare Dinge verkaufen. Oh ja, die Handwerker haben einen älteren Bereich im Schloss entdeckt, eine Folterkammer und ein Verlies. Kein schöner Anblick, fürchte ich. Ist da jetzt schon was Neues gekommen? Hier. Das ist doch neu hier oben. Moin. Schön, schön, schön. Ganz nett. Aber auch gut. Unnütz. Und hat ein paar ganz Geschenke da gelassen, so. und ein orangenes Fass für ihn. So. Hopp. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das haben wir alles. Ne, von da kommen wir ja nicht. Ah, einfach ein Loch und nochmal eine Treppe runter. Gehen wir gleich hin. Erstmal hier alles erforschen. Und da kommen wir. Und da geht's auch nochmal runter. Alles klar. Giftnebel, Giftnebel. Nö. Nicht ganz so toll. Komischen Schriftschrank brauchen wir halt nicht, weil wir können jetzt mittlerweile alle Zauber so gefühlt. Hab's schon. Ganz nett, aber unnütz. Auch alles weg, brauchen wir nicht. Hab's schon. Ganz nett, aber unnütz. Hier nochmal reingucken, jo. Wem soll das denn nützen? Das weiß ich auch nicht. Ganz nett, das nützen soll. Aber unnütz. Hab's schon. Hab's schon. Ganz nett, aber unnütz. Haben wir das auch alles. Was ist jetzt hier? Oh ne, ich will erstmal oben eigentlich jetzt alles entdecken. Ist halt auch echt viel wieder, ne, was hier jetzt freigesetzt worden ist. Wem soll das denn nützen? Blaues Fass, Charisma, wichtig. Gelbes Fass, Geschick, wichtig. Intelligenz. Stärke. Reaktion. Und Geschick. Und dann weiter hier hin. Da geht's wieder runter. Hm.
Wem soll das denn nützen? Jetzt ist mein Dings ausgelaufen, mein Eile. Egal. Reisen hier eh gleich nochmal weiter. Oh, was ist das? Aha. Nennt mir nicht. Stärke. Oh. Wem soll das denn nützen? Wieder nur so ein normaler Stab. Kann ich nicht mal den besseren finden? Ich glaube, jetzt haben wir hier oben alles entdeckt. Oder? Da ist noch ein Dolch. Die haben wir ja schon, ja. Oh, hier könnten noch Schriftrollen oder so drin sein. Ist auch eine Geheimtür. Ganz nett. Wem soll das denn nützen? Komischer Bogen. Ist hier noch irgendwie was drin? Nö. Das haben wir. Hier waren wir ja auch. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Gucken, wo wir hier landen. Müssen wir wieder in der unteren Ebene sein, ne? Dass wir die Fässer dann haben, ja. Okay. Hier könnten wir wieder hoch. Ja, dann haben wir eigentlich alles. Gucken, ob im Keller noch was, im Folterkeller noch was Neues ist. War doch hier irgendwo. Da. Ob ich da nachher irgendwie vielleicht den Oberbösewicht oder so foltern darf? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann sieht unsere Burg doch mittlerweile schon ganz nett aus. Haben wir mittlerweile Besucher? Dann kommen wir jetzt kommen hier die Händler rein. Alles klar. Ah ja. Diese könnten doch gut günstig sein. Fliegen. Endlich nicht mehr bergsteigen, ne? Mega geil. Fliegen und mal schnell hier oben rauf. Und in diese Hügelgräber muss ich rein, ne? Weißt du jetzt gerade aus dem Korb, auf welche Ebene ich kommen muss? Obwohl, warte mal, ich muss bestimmt in die letzte, ne? Doch, ich glaube, das war die allerletzte. Wem soll das denn nützen? Hab schon. Ach, ich kann auch nicht alles. Wem soll das denn nützen? Glaub, ich muss in die allerletzte Kammer, wenn ich da recht im Sinn. Tal der Hügelgräber. Und dann stunst du die nicht da. Der Denner des Lichts. Und. Nee. Sugarstorm. Das ist ja der dann. Da muss ich hin.
Muss also zu Ang, denke ich mal. Also zur die 4 muss ich finden oder die 6. Und ich bin jetzt in der 9. Wo muss ich da jetzt genau? Ich muss ich jetzt genau gehen? Ich bin jetzt in der 9 hier. Gehe ich in die 5? Von der 5 könnte ich in die 2. Bringt mir aber auch nichts. Von der 1 könnte ich in die 4. Von der 1, ja. Was machen wir? Wir gehen jetzt in die 5. Von der 5 in die 1. Ja. Von der 1 zur 4. Jo, das machen wir. Ja, genau. Die Gebeine abgeben will ich jetzt. Müssen wir in die Grabkammer, also in die allerletzte. So, jetzt müssen wir natürlich auch unsere neuen Buffs mal nutzen, ne? Ganz schön langer Cooldown, der Buff. Und den Feuerring könnten wir auch mal anmachen. Schön. Dann noch den Tag des Schutzes. Und ihr wollt und wer jetzt noch was anhaben, muss nach 7, 3, 10, 3, 4. Ich hab jetzt gerade eine andere Route rausgesucht. Ich bin jetzt in der Verschwinde. 5, wollte von der 5 in die 1, von der 1 in die 4 und von der 4 dann halt, ne? Das geht doch, glaube ich, auch. Guck mal, haben wir alle Buffs drin, so gut wie. Jetzt nur noch Bewahrung. Zack. Ganz nett, aber unnütz. Jetzt wollte ich in die 1. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ist ja jetzt zu einfach hier wirklich. Kein Problem. Können wir jetzt nicht eigentlich auch noch den Gotteseingriff lernen? Tut mir leid, kann ich nicht brauchen. Ah, es ging erst mit Großmeister, ne? Ja, das hatte ich vergessen. Gibt's ja so arsch viele Tränke, ne? Oh, und gut Gold. Obwohl wir auch eigentlich jetzt kein Gold mehr brauchen. Ganz nett, aber unnütz. Trank nehme ich nicht mit. Jetzt wollten wir von da an die 4. Jetzt die 6. Ich bin verguckt. Ich habe mich verguckt. Bin in der 1 und von der 1 kommen wir gar nicht in die 4. Aber die 6 geht auch. Alles gut. Ne? 6 hier, ja. Geht auch. Alles supi. Wollen wir das hören? Au! Eile noch eine Stunde. Machen wir das lieber nochmal neu? Nö. Jetzt den runter und dann hier rein. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum.
das schon alles? Wo ist jetzt hier sein Grab? Ist da sein Grab? Ja. Denke ich mal, oder? Was ich jetzt abgegeben habe? Ja. Dann sind wir hier durch. Ich hab keinen Bock, den ganzen Rest noch zu looten. Das ist eh alles ein Schrott. Dann müssen wir jetzt zurück zum Forest. Mein Feuerring ist nicht noch aktiv, ne? Nein. Hallo. Dann muss ich jetzt da hinten hin. Da. Und dann was war die Druiden-Quest, ne? Die Druiden-Quest brauchte ich das. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Axt gar nicht abgegeben, die kann ich behalten. Cool. Cool, cool. Feier ich. Feuerring hält übel kurz. Zum Glück. Stell mal vor, dann machst du es rein und dann musst du erstmal warten, bis das wieder weg ist. Auch nervig. So. Wo gehen wir als nächstes hin? Den Tempel von Bar könnten wir machen. Altarstück aus dem Tempel des. Nee, den machen wir nicht. Aber Weinkeller hätte ich auch Lust zu. Die Gemälde hätte ich eher weniger Lust zu, aber ja, dann haben wir das hinter uns. Die drei Gemälde. Weißt du jetzt so aus dem Stegreif, wo die drei Gemälde sind? Eins haben wir ja schon. Auch eigentlich ganz gute Sachen zum Teil bekommen, ne? Ich habe keinen Platz. Wem soll das denn nützen? Kein Platz mehr. Ich habe keinen Platz. Jetzt müssen wir etwas ich habe keinen Platz. Wem soll das denn nützen? Die anderen beiden ins Schloss. Griffin Herd in Arizona. Ah, okay. Okay, dann muss ich da ja mehr oder weniger einbrechen. Ist ja gar nicht so nett. Dann muss ich bestimmt wieder ins Gefängnis, oder? Soll ich die vielleicht lieber nicht machen? Oder kann ich die ganz nett fragen, ob ich die Gemälde bekomme? Die machen bald auf. Kommt rein. Wie kann ich euch helfen? War mir ein Vergnügen. Die allerbesten Waffen. Danke. Das weg, das weg, das weg. Luftresistenz, der hat ja plus 12. Guck mal, die haben gar nichts drauf, also zack und die weg, denke ich mal. Außer ich kriege da jetzt was Gutes drauf.